willkommen in Tirana. Ich fahre heute nach Elbasan rüber und fahre mal vorher noch mal kurz durch die Stadt hier. Also sind auf jeden Fall überall, es gibt überall Fotomotive, aber ich weiß noch gar nicht so richtig, wie die Leute darauf reagieren. Deswegen bin ich da etwas zurückhaltend und habe auch gar nicht so richtig Bock drauf, viel anzuhalten. Das hier ist der künstliche See von Tirana. Ich war vorhin noch mal so in Seitenstraßen, die nicht ganz so touristisch waren. Das war ganz nett. Da habe ich eine Pizza gegessen. So ein Restaurant, wo auch so Studenten und Arbeiter waren. Und jetzt fahre ich weiter nach Elbasan. Und die Sonne, die ist richtig heiß. Es ist gar nicht so ein warmer Tag, aber die Sonne knallt so, dass ich mich seit Tagen mal wieder eingecremt habe. Ich dachte, wir sind ja eigentlich schon längst raus, aber das hier sind die Outlet-Center von Tirana. Und der Shopping-Distrikt. Oh, shit. Oh, ich habe es gerade nicht gefilmt, aber das war der erste kleine Anstieg, war schon knackig. Erst hier gibt es so verschiedene Neubaugebiete, Gated Communities. Und die erste hieß Rolling Hills. Und die Rolling Hills konnte ich auch wirklich gut fahren. Und dann kam eine, die hieß Long Hill. Und dann dachte ich schon, oh nee. Und es war auch genauso ein richtig langer, richtig steiler Anstieg. Jetzt muss ich erstmal was trinken, es ist so heiß. Jetzt geht es wieder ein Stück runter und dann geht es richtig hoch. Jetzt immer entspannter, soweit ich ja wegkomme von Tirana, und ich merke, wie meine Stimmung so richtig umschlägt, und ich finde es super interessant und schön. Also ich war da gerade noch mal in so einem kleinen Restaurant, einfach super nett, gute Stimmung. Ja, also ich glaube, das ist gerade die Seite von Albanien, die mir deutlich besser gefällt, und dann bin ich eben zwei Bars weiter. Hier gibt es so viele Cafés und Restaurants und Bars, und zwei weiter saß direkt mal wieder ein Radfahrer drin. Ich glaube, den hatten wir vor zwei Tagen schon gesehen. Und dann um die nächste Kurve sitzen drei am Straßenrand im fliegenden Reifen. Eigentlich habe ich eher gedacht, ob ich vielleicht Dan und Alice irgendwo treffe und die wieder einhole, aber wer weiß, könnte ja noch passieren. Das ist auf jeden Fall eine sehr ruhige Straße. Der ganze Verkehr läuft unten durch den Tunnel. So, wir sind gleich oben. Die Landschaft sieht echt sehr cool aus. Ich weiß nicht, was das gerade ist. Die Abfahrt ist schon ganz nett, aber auch nicht so besonders. Aber ich habe gerade so richtig ein Hochgefühl, fühle mich gerade so richtig abenteuerlich. Es ist warm und irgendwie, ja, ich glaube, so von der Stadt weg zu sein, hat mir gut getan. Und ich glaube, ich fange an, mich hier doch, na, ich weiß nicht, wohl zu fühlen, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall finde ich es immer interessanter und jetzt mehr anziehend als abstoßen mittlerweile. Abgesehen vom Müll, Alter. Ja, es geht nach Elbasan rein. Ich bin gespannt, da soll es eine Altstadt geben. Von oben sah das jetzt nicht so aus, aber ja, mal schauen. Und danach geht es zu Camping Fridolin, das habe ich mir rausgesucht. Also ich habe schon überlegt, weil ich habe zwischendurch nochmal so zwei Radfahrer aus Belgien getroffen. Die meinten auch, die haben ein Zelt dabei, vielleicht wenn sie vor Elbasan noch irgendwo zelten. Und ich habe mir auf der Abfahrt mal die
die Gelegenheiten angeguckt und ja, gäbe es vielleicht was, aber es ist gleichzeitig alles voll vermüllt und da habe ich mal gar keinen Bock drauf. Noch 3 Kilometer zum Campingplatz. Ich habe gerade mal eine kleine Erfrischung gehabt an der Tankstelle, war ganz nett. Und vorher bin ich in diesem Elbasan irgendwo, wollte ich in die Altstadt rein, irgendwo falsch abgebogen und wieder in so einer Gegend gekommen, wo mir ganz unwohl geworden ist, muss ich mal ehrlich sagen. Also ich werde das nicht so richtig los, dieses unsichere Gefühl. Und dann auf der anderen Seite fahre ich hier die Straße lang und dann sitzen so 2 Leute vor ihrem Autowaschgeschäft. Und ich fahre vorbei und ich winke kurz und dann winken die so ganz euphorisch zurück. Ist auch so total schöne Erlebnisse wieder. Also sehr gemischt in diesem Land. Sehr gemischt. Jo, ich bin in Camp Fridolin angekommen. Zelt steht schon längst. Irgendwie draußen ist auch die Sonne untergegangen. Ich bin gerade noch mal irgendwie was einkaufen. Ich hatte noch Bock auf Obst. Und war oben am Obstladen und wurde, glaube ich, richtig abgezogen. Ich habe jetzt für 3 kleine Äpfel und 2 Granatäpfel umgerechnet um die 7,50 Euro bezahlt. Für das Camping zahle ich nur 5 Euro, ist echt verrückt. Dann war ich nochmal an der Tankstelle, habe mir nochmal Cola gekauft. Cola kostet irgendwie 1,50. Ich habe heute auf dem Weg zum Pass hoch, habe ich für einen Kaffee und eine Cola zusammen in einem Restaurant 200 Lek bezahlt, also knapp 2 Euro. Also ich wurde gerade abgezogen. Und da bleibt tatsächlich auch so meine Ambivalenz diesem Land gegenüber. Auf der einen Seite hatte ich wieder richtig schöne Momente heute und dann, sobald es wieder irgendwie Richtung Stadt geht, ist auch wieder ein bisschen uncool. Jo, das war ein weiterer Tag auf der Reise in den Balkan. Ich bin im Balkan, immer noch in Albanien. Ich werde vermutlich morgen nach Nordmazedonien kommen.